Menschenmänner sind trotz allem, auch wenn sie ein Bewusstsein haben, immer noch nur Roboter. Was soll der Fakt dann? Kann auch einen riesen Aufstand machen wegen nichts. Oh ja, kommt wieder, genau. Und geht einfach in mich. Mhm. Jetzt, ja genau, du Fucker. Das Spiel ist ungnädig, ohne Witz. Darf ich den Fuck hier nochmal machen? Wieso sind die Stages auf einmal so schwer? Die ersten waren so kack einfach, inklusive Bosse. Und hier geht's auf einmal richtig ab. Ich habe ja... Ist es Schwierigkeitsgrad jetzt difficult oder was? Welche Schwierigkeitsgrad habe ich überhaupt ausgewählt? Interessante Frage. Die eigentlich eine Antwort dürfe, aber nicht jetzt. Wahrscheinlich gar nicht mehr in diesem Let's Play. Ich hab's schon verkackt. Auch wenn es jetzt auf hart ist. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, ich habe schon easy eingestellt. Oder zumindest normal. Weil das reicht auch. Ich meine, es ist immer noch nervig. Ich meine, ich muss hier ja in die Mitus landen. Ich muss den Schaden ja fressen. Ich muss es akzeptieren, dass ich da Schaden nehme. Es ist nicht so, als hätte ich die großartige Wahl. Okay, hier muss ich warten. Der Motherfucker, und dann respawnt der Motherfucker hinter mir gleich. Nein, noch nicht. Nicht weiter. Ja, da nicht gleich. Was? Ich bin da nicht hingelaufen. Gott, und die Wand hat mich nicht mehr richtig berührt. Was ist das für eine Hit-Detection? Nehmen wir einfach mal durch alles Hits, aber die Gegner halt nicht. Das werden die sich dabei gedacht haben. Ich weiß, ich reg mich viel zu schnell bei Megaman auf. Momentan habe ich noch nicht so richtig den Grund dafür. Aber ich riech's langsam. Ich riech's langsam, dass ich einen Grund dafür haben werde. Da wegen so einem Fuck zum Beispiel. Was soll der Dreck? Die bleiben in mir stehen und wapen mich. Wie ist es überhaupt physikalisch möglich, in jemanden stehen zu bleiben? Ich bin ja jetzt kein Physiker, aber ich würde sagen, eigentlich sollte das nicht ganz so funktionieren, wie es im Spiel läuft. Ja, warten wir. Solange die Mitos nicht respawnen, ist alles in Ordnung. So, hier dürfen wir stehen bleiben und den Typen killen. Dann kommt der Motherfucker hier. Gehen wir gleich weiter. Dann bleiben wir hier unten stehen, weil wir sonst da oben zercrashed werden würden. Dann bleiben wir hier stehen, weil wir sonst da unten zercrashed werden würden. Dann gehen wir weiter. Und wo werden hier zercrashed? Da oben. Ja, halt mich auf, genau, das ist deine Aufgabe, deswegen wurdest du in die Welt gesetzt. Deine Mama ist stolz auf dich. Fuck! Autsch! Ja. Keines Kommentares wert. Oh Gott. Das ist wirklich nervig. Ich meine, ich will hier doch nur in Frieden dieses Spiel Let's Playen. Ich hätte mir niemals die Mega Man X-Reihe vornehmen sollen. Ich hätte mir die normale Mega Man-Reihe vornehmen sollen. Die würde ich sogar schaffen, aber die ist halt so oft Let's Played worden. Und bei Mega Man X kenne ich jetzt keinen, der alle Let's Played hat. Vielleicht ein oder zwei, aber nie alle. Und darum mache ich das halt, weil ich Gott bin. Nein, bin ich nicht. Ich bin da dran. Ja, der wird nicht zerquetscht. Weil er heute Morgen Brot gegessen hat. Das hätte ich vielleicht auch tun sollen. Hier waren es auf einmal nur zwei Mitos statt drei. Das ist auch in Ordnung. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin nicht der Wissenschaftler, der das alles hier gebaut hat. Aber ist okay. So, hier warten wir wieder. Killen den. Warten hier wieder. Ist es spannend zu warten. Das ist wie Scrolling-Level bei Super Mario 3. Das ist nervig, weil es einem die Geschwindigkeit vorgibt, die man zu gehen hat. Dabei hat jeder Mensch seine eigene Geschwindigkeit und darum ist das Arsch. Okay. Ja, komm. Nein. Ach, bitte töte ihn. Ist mir egal. Ich bin nicht hier, um alle Motherfucker zu retten. Ja, warten wir nochmal eine Runde. Ach, der Mitu wird davon kaputt gemacht, oder was?
Vielleicht respawnen die, während diese, wenn diese blauen Kugeln danach sind, die ich sie einsammeln. Ja, das ist natürlich auch fair. Den Schaden muss man halt auch fressen. Außer man war darauf vorbereitet und hat einen voll aufgeladenen Buster. Und selbst dann wird's eng. Das ist nett. Jetzt bin ich mit einem Leben weiter. In Bereich 2. Das erste Mal, dass ein Bereich 2 eingebaut wurde, aber ist auch okay. Hier stimmt irgendwas nicht. Ja, ich hab's doch gebraucht. Und dazu natürlich auch noch ein Rollfeld unten, weil es beim ersten Mal nicht schwer genug war. Wir müssen die Schwierigkeitsgrad unbedingt anheben. Hier warten wir. Mein Mittel kaputt. Leider mal weiter und warten wieder. Ray. Warten ist spannend. Warten ist Let's Play geeignet. Oh, und hier müssen wir auf diesen Dingern entlang, weil wir sonst auch platt gemacht werden. Den haben wir gerettet. Dafür fehlt uns jegliche Rettung. Ah, die spawnen gleich. Ja, das hängt mit den Kugeln zusammen. Da bin ich mir sicher. Hier sind Spikes. Wie soll ich darüber? Weiß ich nicht. Alia hätte mir vielleicht gesagt, wobei Alia in diesem Teil merkwürdig wenig Ratschläge hat, vor allem merkwürdig wenig gute. Zwar waren die im letzten Teil nervig, überzogen lang und man konnte sie nicht überspringen, aber sie waren zumindest, hätte man die Informationen bekommen, die man gebraucht hätte, wenn man an einer Stelle nicht weitergekommen wäre. Hier gibt sie einem merkwürdigerweise keine Informationen, die einen weiterbringen. Sie stellt lediglich fest, ah, da ist ein Hindernis, das ist scheiße. Dass da ein Hindernis ist, darauf wäre ich aber auch gekommen. Alia scheint das nicht ganz zu verstehen, was ein Tipp ist. Alia scheint einiges nicht zu verstehen. Na komm. Ja, bitte, erzähl's mir. Warte, du kannst nicht über die Stachel, in den Stachelbereich springen. Was können wir tun? Seht ihr, das ist es, was ich meine. Alia sagt nicht, was man tun kann. Sie hat festgestellt, du kannst da nicht drüber springen. Das ist schön. Das habe ich beim ersten Mal, als ich dagegen gesprungen und gestorben bin, aber auch schon festgestellt, wisst ihr? Ich habe jetzt gerade eben selbst herausgefunden, dass ich da an diesem einen Ding entlang hüpfen muss. Das hat sie mir nicht gesagt. Warum sagt sie das nicht? Dass da Stacheln sind, das habe ich selbst festgestellt. Also das war jetzt nicht nötig, mir da zu helfen. Ja, jetzt sind hier nochmal Stacheln, das heißt, ich muss mich ducken. Oder hier schnell durch. Ja, was nicht geklappt hat. Ich habe aber schon wieder ein Leben bekommen, weil ich Kekse gegessen habe. Nein, ich wünschte, ich hätte Kekse gegessen. Ich hätte jetzt gerne Kekse. Ja, ich bringe mir was neue Kekse. Gott, ich glaube heute wieder viel Scheiße. Okay, Mito wurde platt gemacht. Alles andere wird nicht platt gemacht. Weil Mito ist halt einen Helm aufhaben. Und die anderen nicht. Man sollte meinen, dass Helme ja eigentlich irgendeinen Nutzen erfüllen. Einen Nutzen, nicht Nützen. Aber das tun sie nicht, wie man bei Mega Man ja auch deutlich sieht. Der trägt sogar eine ganze Rüstung und er schafft es immer noch nicht an Stacheln vorbei. Ja, komm. Ja, wir wissen es. Das war knapp, das hätte ich vielleicht nicht wagen sollen. Ich glaube, es gibt hier kein nulltes Leben mehr, kann das sein? Also früher gab es ja immer, das nullte Leben war auch noch ein Leben praktisch. Ich glaube, das wurde hier abgeschafft. Ich glaube, nach dem einen, das ich jetzt noch habe, habe ich keins mehr. Gehen wir hier rauf, dann haben wir eine bessere Chance. So, machen wir den mal schnell platt. Das war auch knapp. Ich muss auch die ganze Zeit unten gedrückt halten, das ist voll dämlich. Nicht mal Mario muss das machen. Selbst Mario ist intelligenter als Mega Man. Und mal ganz im Ernst. Im echten Leben
wenn ich versuchen würde, mich darauf zurückrichten, würde ich deswegen nicht sterben. Ich würde vielleicht Kopfschmerzen bekommen, aber ich würde nicht sterben dadurch. Genauso wie ich auch intelligent genug wäre, zu kriechen. Ach Gott, ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Doch, es gibt noch das nullte Leben. Das ist schön, die Stage hier ist kein bisschen einfacher als die anderen, die ich jetzt gespielt hatte. Das ist natürlich schön, weil das ist jetzt der zweite Abend, an dem ich das hier spiele. Der Frustfaktor wird höher. Der Spaßfaktor niedriger, den ich am Anfang verspürt habe. Vor allem wird der Frustfaktor auch in so einem Fuck höher. Irgendwann machen die Gegner nicht mehr so viel Schaden wie beim... Gott, das war knapp. Wie beim letzten Teil. Ich erinnere mich da an die netten Zeitbomben. Aber das macht die Sache nur bedingt besser. Wenn nicht sogar kaum merkbar besser. Vor allem ist natürlich auch interessant, dass diese Plattform zwar sowieso runtergeht und einzerquetscht, aber man hat halt noch Stacheln dran gehängt, um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen. Für die Grenzdebilen, die es nicht verstehen, warum sterbe ich da? Nur weil eine Recyclingmaschine auf mich runter ist. Ich weiß, die Spikes erhöhen die Reichweite der Recyclingmaschine, aber trotzdem. Dämlich. Wenn man hätte auch einfach das Level umkonzipieren können. So dass. Oh Gott, bitte, das reicht mir. So dass diese Plattformen da sowieso ein bisschen weiter unten sind, aber ist okay. Man hat gemeint, es ist nötig, also akzeptiere ich diese Tatsache. Also, wie mache ich das? Ich gehe hier hin, duck mich. Was nicht geht. Ich tauche hier wieder auf. Das ist immerhin etwas. Macht das Lebenssystem zwar sinnlos, aber ist okay. Nein, das Lebenssystem ist natürlich nicht sinnlos, weil ich weiß ja inzwischen, die Gegner werden hier, wie im letzten Teil wahrscheinlich, das dafür Level-Ups bekommen, dass ich Game Over gehe. Und wenn die Level-Ups bekommen, dann erhöht sich deren Lebensleiste. Und dann brauche ich länger, um sie zu killen. Was natürlich auch von Capcom sehr durchdacht ist. Ich meine, wenn man oft Game Over geht, dann bedeutet das, man ist nicht sonderlich gut in dem Spiel. Spielspaß setzt voraus, dass das Spiel schaffbar ist. Auch wenn es schwer ist, es sollte schaffbar sein. Und darum sollte der Schwierigkeitsgrad eigentlich, wenn man mehrmals stirbt, gesenkt werden und nicht erhöht, indem man die Lebensleiste der Gegner erhöht, oder sehe ich das falsch? Stattdessen sollte man die Lebensleiste verringern. Ja, du bist jetzt so oft gestorben, willst du Easy Mode einschalten? Das gibt's bei Devil May Cry doch zum Beispiel auch. Wenn man oft genug gestorben ist, beim dritten glaube ich, dann kann man den Easy Mode freischalten und da geht das Ganze dann wieder ein bisschen einfacher. Ich glaube, es war Devil May Cry, wo das so war. Bin ich mir eigentlich fast sicher.